Gestern gab es den feierlichen Schlusspunkt im Gedenkjahr zum 100. Todestag von Kaiser Franz Josef. In Wien wurde ein Gedenkgottesdienst im Stephansdom zelebriert und dann zogen Traditionskompanien in ihren historischen Uniformen zur Kaisergruft. Tausende Zuschauer waren Zaungäste und viele von ihnen hatten sogar familiäre Erinnerungen an die Zeit dieses großen Monarchen. Wenn es jemanden gibt, der die Zeit anhalten kann, dann sind es die Mitglieder der Traditionsverbände, die zum Beispiel gestern wieder in ihre farbenprächtigen Uniformen der alten K&K-Armee geschlüpft sind, um des 100. Todestages von Kaiser Franz Josef zu gedenken. Sie kamen aus allen ehemaligen Kronländern. Bei manchen Gruppen waren auch Frauen in Uniformen. Warum? Die Frauen sind bei uns wegen dem, dass ist zu wenig zu Männern. Organisator dieser Großveranstaltung war Tibor Pastore. Wir haben, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, 65 Abordnungen, Stärke zwischen 5 und 30 Mann ungefähr. Ein, zwei sind größer. Selbstverständlich kamen zum Gedenkgottesdienst auch mehrere Mitglieder der großen Familie Habsburg. Kaiser Franz Josef war für uns innerhalb der Familie die Referenz, der Standard, an das, was man sich vertrauen und auf das, was man sich verlassen konnte. Der Kaiser Franz Josef, glaube ich, war für allen, wenn wir auch gerne sagen, die gute alte Zeit. Er war das Symbol für unsere Freiheit, für unsere Religion, für unseren Glauben einzustehen und dass wir uns auf das verlassen konnten. 100-jähriger Todestag von Kaiser Franz Josef ist bestimmt ein historisches Ereignis, dass das so viel farbig gefeiert wird und dass man sich in allen Teilen der ehemaligen Monarchie mit diesem Thema auseinandersetzt und auch Bezugspunkte sucht. Und ich glaube, der heutige Tag hier in Wien, eine Seelenmesse abzuhalten, ist etwas sehr Schönes und das Ganze wird sehr farbenfroh passieren und darüber freue ich mich sehr. Zug! Halt! Zug! Ruhe! Der Stephansdom war bis auf den letzten Platz voll besetzt. Auch hier, wohin das Auge blickte, Uniformen und Trachten. Eben Repräsentanten eines Vielvölkerstaates. Es hat ähnliche Feiern gegeben, in Brixen zum Beispiel, war eine sehr große Feier in Erinnerung an diesen Gedenktag, an diesen Todestag. Wir selber waren nicht dabei, weil wir uns schon vorbereitet haben auf die Wienfahrt, die es für uns natürlich mehr bedeutet hat in dem Moment, weil wir gesagt haben, wenn wir präsent sind als Tiroler Schützen, ich sage bewusst Tiroler Schützen jetzt, weil wir eine gemischte Formation haben zwischen Meran und der alte Landeshauptstadt von Tirol und Innsbruck, Wilten. Und wir marschieren auch in einer gemischten Formation, immer Reihe ein Wilterner, ein Meraner, ein Wilterner, ein Meraner. Und wir sagen nicht Südtiroler und Nordtiroler, wir sind eine Tiroler Kompanie. Und das ist für uns sehr wichtig, dass wir diese Einheit demonstrieren. Natürlich waren die farbenprächtigen Uniformen der Tiroler Schützenkompanie der Blickfang aller am Rand stehenden Touristen. Der Zauber der Montur hat gestern wieder alle Zuschauer begeistert. Weit mehr als die ursprünglich geplanten 700 Mann und einige Damen in Traditionsuniformen zogen vom Stephansplatz zur Kaisergruft, wo sie die Kapuzinerpatres erwarteten. Unten in der Gruft, vor dem Sarkophag des Kaiser Franz Josef, legte Georg Habsburg-Lothringen in Vertretung aller Familienmitglieder einen Kranz nieder, während oben im pulsierenden Leben der Großstadt die Tiroler Schützenkompanie einen Ehrensalut schoss. Hoch an, Feuer! Ich bin ganz bewusst hierher gekommen, weil ich einen persönlichen familiären Bezug zum Kaiser habe. Er hat meinen Urgroßvater geadelt. Und er war Feldzeugmeister und zuletzt war er noch Kriegsminister. Gibt es etwas, wo er vielleicht für Sie ein Vorbild ist? Die Art, wie er gearbeitet hat,
um 5 Uhr in der Früh oder 4 Uhr in der Früh aufzustehen und bis spät in der Nacht zu arbeiten und einfach auch für sein Volk da zu sein. Halten Sie so ein Gedenken in der Größenordnung für richtig? Das habe ich mir vorhin auch überlegt, wie ich da beim Fenster runtergeschaut habe. Und dann habe ich mir gedacht, der 100. Todestag ist es wert, ja. Die Sympathie, die er zeitlebens kaum erreichen konnte, scheint dem alten Kaiser nun doch in friedlich verkehrter Form entgegengebracht zu werden.